In diesem Video schnell gezeigt, wie man die DEC200 Steckdose von AVM Fritz in den Werkszustand zurückversetzen kann. Laut Anleitung müssen wir dreimal die DEC-Taste drücken und das mehr als 6 Sekunden. Deshalb lasse ich euch das jetzt in Echtzeit ablaufen. Also erster Tastendruck. Nach der Rücksetzprozedur ist jetzt die Fritz DEC200 nicht mehr in der Lage, sich an der Fritzbox anzumelden. Im nächsten Video schauen wir uns dann an, wie wir eine frisch gekaufte DEC200 Steckdose an der Fritzbox anmelden können.